Hast du schon mal ein unbedrucktes Kartenspiel gesehen? Nein. Wundert mich auch nicht. Warum hat man unbedrucktes? Na, weil so lernst du Kartentricks. Guck mal, ich erkenne, wie das funktioniert. Sind die alle unbedruckt? Die sind natürlich alle unbedruckt. Und das Schöne ist, so hast du die ersten Glücksgefühle. Sag mal, wann stopp? Stopp. Merkt ihr die Karte? Was soll ich mir da merken? Super, pass auf. War's die? Ja. Ja, weißt du, genau so. Und da hast du die ersten Erfolgserlebnisse und da freut man sich. Doch, 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 weil so musst du dann nach und nach das irgendwie so ein bisschen aufbauen. Weißt du, musst ja dann so ein bisschen ran. Ja. Wenn du das ein bisschen gelernt hast, dann kannst du irgendwann sagen, weißt du was, ich nehme mal die erste Karte dazu. So, wenn du dann die erste Karte mal hast, dann kannst du sagen, komm, du lernst es mit der, du hast aber dann nur eine Vorderseite, keine Rückseite. Ja, du musst langsam anfangen, ganz langsam anfangen. So, wenn du dann irgendwann so weit bist, dass du sagst, okay, ich finde immer die bedruckte im unbedruckten Kartenspiel, dann kannst du auch eine zweite noch dazu nehmen. Woher denn? Du hast doch gerade alle durchgedingelt. Dann der nächste Punkt. Und dann kannst du irgendwann eine dritte dazu nehmen und. Du verstehst langsam, wie es funktioniert. Ja. Und wenn du dich dann bereit fühlst, dann kannst du auch noch Rückseiten dazu noch nehmen. Ich gehe gleich nach Hause. Ich bin schon zu Hause. Du bist schon zu Hause. Und wenn du das dann irgendwann hast, dann bist du dann irgendwann an dem Moment, wo du sagst, ja, dann kannst du auch mit dem ganzen Kartenspiel natürlich jetzt hier ein bisschen rumhantieren und dann lernst du, wie Karten. Haben die jetzt auch alle Rückseiten? Die haben natürlich auch alle Rückseiten. Das ist ja klar. Das ist, ich zeig's dir auch noch mal so. Guck mal hier, da sind, so kannst du es auch noch mal schön sehen. Ich schwöre auf alles, ich habe meine Augen nicht weggenommen von diesen Karten. Wie ich meine geht Augen das die ganze denn? Zeit nicht rausgenommen. Wie geht das denn? Genau, und das ist der Punkt. So fängt man an, tatsächlich Kartentricks zu lernen. Und wenn du dann irgendwann sagst, okay, ich möchte das irgendwie meinem Kind weiter vererben, dann gibst du ihm natürlich, dann sagst du irgendwann einfach, weißt du was, ich gebe ihm einfach wieder ein leeres Kartenspiel und dann kann er von vorne wieder anfangen zu üben. Verstehst du, wie ich meine? Mach bitte nochmal durch. Vorne und hinten. Ich bin raus. Wie geht das? Ich airdrop dir mal ganz kurz ein Bild von mir. Du darfst das Bild aber nicht angucken. Da ist es. Genau. Aber das ist... Ich guck's nicht an. Ich habe nur ein kleines Kind gesehen. Ja. Das ist es. Kennst du das? Früher als Kind hatte jeder so absolute Lieblingsklamotten. Ja. Was so immer auf jeden Fall man dann immer anhatte. Okay. Und als Kind hattest du natürlich auch Spielsachen, die du immer geliebt hast. Und bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe Pokémon geliebt. 100%. Pokémon Yu-Gi-Oh! War einfach geil. Ja, Mann. Pokémon schauen und sammeln, Yu-Gi-Oh! Spielen tatsächlich, war bei mir immer so der Teil. Ja. Und deshalb, ich habe auch gar keine Ahnung, wie man Pokémon wirklich spielt, aber ich fand die Karten immer toll und habe die gesammelt. Ich habe auch keinen Plan. Ja, oder? Ja, nee. Du hast auch eher Yu-Gi-Oh! Wahrscheinlich gespielt. Ja, ich auch. Bedenkt, ist das, ja. Ich habe dir hier Yu-Gi-Oh! Karten mitgebracht, Pokémon-Karten mitgebracht und alles unterschiedliche Pokémon-Karten. Ungefähr, ja, einfach so irgendwelche Starter-Packs zusammengeschmissen. Mhm. Und das Wichtige ist, dass grob halt einfach unterschiedliche sind. So. Ja. Und deine Aufgabe ist jetzt hier, guck mal hier, den All-Star, ne? Pikachu. Pikachu, bisschen zu Klassiker. Gute Presse auch immer bekommen. Der hat, ich glaube, Pikachu ist so bestimmt auch so richtig ein durchgebrannter Star jetzt inzwischen. So. Wir machen jetzt folgendes: Ich gehe so durch und du sagst irgendwann Stopp. Stopp. Fantastisch. Nochmal, sorry, nochmal. Nochmal. Ja. Stopp. Hier? Ja, genau da. Dann schaust dir an, nimm die Karte ruhig raus, schau dir an, was du erwischt hast. Darf ich zeigen die Kamera? Ja, aber das macht's viel spannender. Ich schau auch weg. Ich guck mir auf die. Ich guck dir. Sehr, sehr wild. Okay, guck mir so lang den 10 Millionen Abonnenten-Play-Button. Du machst das, ne? Jetzt könnten wir natürlich Folgendes machen. Ich könnte jetzt die Karte wieder zurücktun und sagen, so, ich finde sie wieder. Hm. Aber darum geht's gar nicht, sondern ich wollte dir einfach noch eine Geschichte von mir erzählen. Ich hatte als Kind ein Lieblings-Pokémon. Mhm. Und dieses Lieblings-Pokémon, davon hatte ich alles. Ich hatte es als Plüschtier, wirklich alles. Und ich hatte einen Pullover. Mhm. Und den Pullover, den hatte ich immer an. Ist jetzt nicht auf meinem Handy ein Bild, wie du von diesem Pokémon-Pullover anhast? Ich weiß es nicht. Aber ich habe dir auf jeden Fall ein Bild geschickt, bevor das alles losging. Und schau mal das Bild an, genau. Und ich war auch früher schon krass im Business. Kann schon wieder nicht. Es geht nicht. Das ist ein Bild von mir mit etwa 4, 5 Jahren. Da habe ich telefoniert mit der Duschbrause. Oh! Junge, was? Bist du das wirklich? Bin ich, ja. Bro, es ist einfach Commander. Ich, wirklich, es geht nicht. Also, du kommst hier hin und ich hinterfrag mein Leben, wenn du weg bist. Das ist krass, das ist zu krass. Das ist nicht schlecht, oder? Nee, ist nicht schlecht. Aber ich habe jetzt ein Kinderfoto von dir. Das du hast jetzt ein cool. Kinderfoto von mir. Wir machen Glumanda hier nochmal rein. Wir mischen nochmal einmal gut durch. Mhm. Und willst du auch nochmal einmal mischen? Klar. Mische mal gut durch. Fantastisch, das reicht auch. Einfach. Ich mische jetzt durch. Scheiße. Und tschö. Ja, das war's mit dem Trick. So. Und du darfst nochmal irgendeine rausziehen, wer Lust, wenn du wieder Glumanda tatsächlich triffst. Aber ne, ich hätte gerne eine hier oben, die noch ganz zwischen den ganzen ist. Okay, schau sie dir an. Merkst du hier, zeigst du die Kamera, ich drehe mich auch weg. Warte, das wird nicht scharf. Okay, Freunde. Die OGs kennen das Pokémon auf jeden Fall, ja. Okay, geil. Wir machen es so, sagst du irgendwann Stopp für mich? Stopp. Hier, pack die Karte da verdeckt rein. Genau, so dass man es nicht mehr sehen kann. Und so ein Sack, er schiebt sie ganz rein. So, wie soll ich die da jetzt noch finden? Ja. Mann, ey, okay. Pass auf, halt mal deine Hand auf. Sehr gut, andere Hand oben drauf. Ja.
Und ich versuche jetzt gleich reinzugreifen, zwischen deine Hände, okay, eine Pokémon-Karte rauszuziehen und das wird deine Pokémon-Karte. Zwischen meinen Händen willst du sie jetzt rausziehen? Genau, genau. Ich ziehe die jetzt hier gleich raus. Okay, das wird nicht funktionieren. Also du wirst. Okay, sehr gut. Mhm. Gut fest. Ein bisschen locker kannst du schon lassen. Okay. Nicht so verkrampft an die ganze Sache hier ran. Erpresst, als wärst du sein Leben jetzt hier gerade. Okay. Hast du einen. Also, wie fange ich denn hier an? War deine Karte rot? Ich weiß nicht mehr. Kanntest du das Pokémon? Ja. War dein Pokémon Nosepass? Nö. Doch. Warte. Das war nicht mein Pokémon. War nicht seins? Nö. Das war nicht meins. Ich hatte ein anderes. Gut, machen wir was anderes. Ich werde jetzt was anderes machen. Und zwar werde ich jetzt machen, dass jede einzelne Pokémon-Karte zwischen deinen Händen verschwindet. Okay, klar. Und nur eine einzige Pokémon-Karte da bleibt. Okay. Und das wird deine sein. Okay. Bist du bereit? Ja, ich lasse sie aber nicht los. Sie sind jetzt verschwunden. Ja, natürlich. Das war der leichte Teil. Der schwierige ist, dass alle gleich wieder zwischen deinen Händen erscheinen. Okay, nein. Also, pass auf. Sie sind. Ich muss jetzt gucken. Sie sind verschwunden. Sie sind verschwunden. Okay. Spürst du sie noch? Ja, natürlich. Und die haben sich auch nicht bewegt. Also, sie sind noch da. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Und ich drück die ganze Zeit, Freunde, ich drück so hart zusammen, man kann nichts machen. Das ist also wirklich. Also ich habe nicht gesagt, sie sind weg, aber sie sind alle jetzt komplett durchsichtig und quasi komplett verschwunden. Aber nicht alle, weil eine einzige ist tatsächlich noch da. Aber bis zur letzten sind alle. Es macht rein Denke, also es macht gar keinen Sinn. Und die jetzt noch da natürlich ist. Natürlich ist es da, Ju, natürlich. Ist natürlich diese hier. Aber ganz kurz, ich suche mir eine Karte raus und da waren ja viele verschiedene Karten. Korrekt. Danach hole ich dieses Kartendeck und drück's in meine Hand. Mhm. Und ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf alles, was ich habe, Freunde. Du hast gedacht, da kommt ein Diamant raus. Ey. Nee, ich habe die Karten nicht losgelassen. Wie können die bitte weg sein? Mann, ich würde das ja erkennen. Hättest du mir diesen Stapel Karten in die Hand gegeben, ich hätte sie sofort gesehen. Ja, du hättest auch gemerkt wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Das ist ja Plastik. Ich komme nicht auf mein Leben klar. Das musst du bei Events machen, wenn Leute so Glurak unboxen und den gefunden haben. Und sagst, oh, lass mich mal kurz gucken. Genau. Tschüss. Und dann ist es weg und ich bin mit dem Glurak dann weg. Genau. 500k und tschüss. Ja, selbst sogar. Oh mein Gott. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir haben auch ein Video bei Lukas gedreht, wo ich vorausgesagt habe, wie Lukas bei Minecraft abschneidet. Das war auch unmöglich. Wie kann das sein? Und ob es funktioniert hat oder nicht. Das könnt ihr euch anschauen. Okay. Bis dann. Haut rein. Bei 10 Millionen Abos machen wir das nächste Video. Bis dann, tschüss. Junge, das sind Tricks. Ich komme schon verliebt, klar. Diese Leute haben schon ihr Ticket. Jetzt fehlst nur noch du, denn am 7. September findet eine einmalige Show in Stuttgart statt. Und auch wenn das viele sagen, ist diese Show wirklich einmalig, denn es wird sie nur ein einziges Mal geben und danach nie wieder. Also sei dabei und sicher dir dein Ticket. Frage ich jetzt, bist du, ist der Auftritt ist. Kauft es und ab in die Porsche Arena.